An alle Abenteurer, mein Name ist Darius und ich war einst einer der größten Abenteurer Nerims. Ich habe viel gesehen, bin viel gereist und habe währenddessen auch unzählige wertvolle Gegenstände in meinen Besitz gebracht. Allerdings ist diese Zeit nun vorbei. Doch bevor ich meine Schätze irgendwo im Boden vergrabe und hoffe, dass sie irgendjemand irgendwann ausbuddeln wird, werde euch lieber diese letzte Rätsel stellen. Nennen wir es eine Schatzsuche. So lasst uns die Suche nach dem ersten Hinweis in Gilead beginnen. Wer ist der Geist des Baumes? Soll das eine Schnitzeljagd werden? Ich las einen Aushang. Der alte Abenteurer Darius spürt, dass seine Zeit vorüber ist. Deshalb macht er sich noch einen letzten Spaß, diesen letzten Spaß, und veranstaltet eine Schatzsuche, um seine im Laufe der Jahre angesammelten Reichtümer an einen würdigen Abenteurer weiterzugeben. Das hört sich interessant an. Die Suche beginnt in Gilead. Erste Frage lautet, wer ist der Geist des Baumes? Cool. Ich wollte eigentlich gerade eben ist wieder Oblivion bei mir abgestürzt, Nerim. Und ich hatte zum ersten Mal während der Aufnahme einen Oblivion Runtime Error. Also richtig mit krasser Windows-Fehlermeldung, ist mir noch nie passiert. Aber ich weiß, dass es ab und zu passieren soll. Also keine Sorge. Und ich bin dann gerade eben den Hügel hier runtergerannt und habe gesehen, huch, da leuchtet mich ein Zettel an dem Pfosten. Also habe ich den Zettel direkt mal angesprochen. Ich habe mit dem Zettel gesprochen. Der hat noch so unbenutzt geglänzt. Ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, als wir hier reinspaziert sind. Ich frage mich, ob die Quest vielleicht erst aktiviert wurde, nachdem wir das Kapitel in Erotin und um Erotin erledigt hatten. Aber coole Sache, ja, in Gilead. Das heißt, ich laufe hier kurz rein, werde jetzt bei den Händlern meinen ganzen Kram wieder verkaufen und alles. Und wenn wir das gemacht haben, werde ich das machen, wozu ich eigentlich hergekommen bin. Ich schneide das kurz raus, wir sehen uns gleich wieder. Unos momentos. Gut, ich bringe es euch bei. Wisst ihr was? Wir haben 25 Lernpunkte. Wieso bilde ich mich nicht gleich mal fort in schwerer Rüstung? Gott, diese Waffe sieht so hässlich aus. Wenn wir schon mal hier sind, der Typ stand hier einfach gerade eben so auf der Straße rum und da dachte ich mir, weißt du was? Wieso nicht? Wir haben 10.300 Münzen. Ich glaube, wir werden uns gleich das Haus kaufen gehen. So. Die Läden werden jetzt wahrscheinlich erstmal alle geschlossen haben, ja. Ich warte hier kurz mal ein Weilchen, bis das wieder offen hat, auch wenn, ich weiß gar nicht, ob hier Ausgangssperre herrscht. In Erotin, also nachts über, keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Noch 3 Stunden, 2, 1. Oh Gott, ist das aufregend. Zu einem Alchemist wollte ich auch schon mal seit längerer Zeit. Ach genau, meine ganzen überflüssigen Oh, das ist neu. Hat da irgendwer dem Kanzler das Pausenbrot geklaut? Melvin! Melvin und Merzul! Ho, oh, wow! Oh Gott! Die Verräter wurden gehangen! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Gleich mal looten. Nein, Spaß beiseite. Aber wow, okay. Die Kapiteländerung hat doch was bewirkt. Wer ist Klaus? Ich könnte heulen. Unsere Soldaten schaffen es einfach. Ja, unsere Soldaten schaffen. Moment mal. Ich habe mehrere. Mist, ihr sagt ja wieder was anderes. Also, er hat nochmal gerade eben die Stadt erwähnt, Kabaet. Stimmt, jetzt gerade durch seine Erwähnung. Wo sind die ganzen Händler? Durch seine Erwähnung ist es mir wieder erneut eingefallen. Die Soldaten hier wollen ja Kabaet einnehmen. Die wollen das ja erobern. Und genau dorthin Hallo. Brechen wir derzeit auf. Sehr gut. Feinde des Kanzlers sind wir stets willkommen. Sucht euch in Ruhe was aus. Sodale. Lehrlingskram können wir verkaufen. Ich würde aber jetzt auf jeden Fall erstmal sagen, das hier beschleunige ich jetzt wieder. Einfach weil ich weiß, dass einige von euch
mir gerne trotzdem dabei zusehen bzw. sehen, was ich denn alles verkaufe, damit nichts verpasst wird. In dem Sinne, bis gleich. Bis zum nächsten. So, okay. Wir kommen gleich wieder zurück. Ich will erstmal noch meine Rüstung und alles verkaufen, damit wir... Ja, sehr gut, Waffenschmied. Damit wir mehr Platz im Inventar haben, also vor allem mehr Gewicht frei haben, weil das ist echt das größte Manko. Moment, schön über den Tresen handeln, sehr wichtig. Hallo. Sehr, sehr wichtig, habe ich mich bisher nie so wirklich dran gehalten, aber jetzt. So, dann können wir nämlich, wenn ich jetzt hier genug Asche mache... Oh, sehr gut, da können wir noch ein bisschen hochpumpen. Mal schauen, ob ich hier ihn rumkriege mit 25. Oh, sehr gut. Mit 75, weil... Ich habe ja mittlerweile wieder ein paar Handelsgeschick-Ups bekommen. Ah, sehr gut. Mal sehen, ob wir 80% raushauen können. Ah, oh, nice. Mal sehen, ob wir... Jede Münze zählt. Ah, okay. Das lässt dann sie nicht mehr mäßig machen. Ich bleibe einfach bei 80. So, den ganzen Kram. Der Typ hat wahnsinnig viel Gold, das muss ich mal merken. Der Waffenschmied in Erotin hat so wahnsinnig viel Gold, dass ich da wahrscheinlich wirklich jeden Ausrüstungsgegenstand verkaufen könnte. Frag mich nicht übrigens, woher ich die Mittelreich-Schilder habe, mein Freund. Ich habe das nicht irgendwelchen Totenwachen eurer Soldaten geklaut. Templerzeug verkaufe ich einfach mal. Obwohl... das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Ich gucke erstmal in die Kiste, was fehlt mir noch so von der Berserker-Ausrüstung. Dann lagere ich das erstmal ab. Gott, ich kann bei dem Typen ja echt alles verkaufen. Okay, ich mache erstmal sauber. Bis gleich. Na, wie es aussieht, hat er mir das jetzt nicht beigebracht. Ich glaube, wenn man gerade frisch aus einem Handel rauskommt, bringt er das einem nicht bei. 57 auf stumpfe Waffen, schwere Rüstung, 65, okay. Hallo. Machen wir das mal kurz? Gut, ich bring... Dankeschön. Wir haben ungefähr 500 Münzen jetzt ausgegeben, ja, genau. 570, ich habe durch das Verkaufen gerade eben genug gemacht. Wir könnten nochmal ein 5er-Pack kaufen. Ich glaube, das mache ich auch gerade mal. Wieder auf stumpfe Waffen. Hallo. Gut, ich... Sehr gut. Puh, nice. Jetzt müsste ich erstmal genug wieder schleppen können. Genau, super. Dann werde ich jetzt mal meine Kiste hier ausräumen und diesmal ausräumen for good. Sternenvolk-Streitkolben hört sich zwar geil an, werde ich aber verkaufen. Brauche ich nicht. Rottenmeister-Klinge gehört zwar zu meinem kompletten Set, brauche ich aber nicht. Ich benutze eh keine Klingen. Blitzstab sieht zwar cool aus, brauche ich aber nicht. Das Einzige, was ich behalten will, ist das Metzgermesser, weil der Kampf echt brutal hart war, ja. Und die Waffen hier, so dieser Sternenvolk-Streitkolben, sieht jetzt nicht so besonders aus. Aber die lichtdurchdrungene Einhandaxt, die will ich auch bewahren, weil die sieht Hammer aus. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, wie die ausgesehen hat. Die sah richtig, richtig gut aus. So, weiterhin. Straßendiebzeug. Nehme ich alles mit, verkaufe ich alles, brauche ich alles nicht, werde ich eh nie tragen. Nie. So, dann schauen wir mal noch weiter. Die Rottensachen werde ich jetzt erstmal nicht wegschmeißen, verkaufen, weil es könnte sein, dass ich irgendwann mal meine eigenen vielleicht wieder einen Brustpanzer austausche und dann werde ich vielleicht das Rottenset irgendwo anders wieder ersetzen. Also das werde ich erstmal belassen. Hier schleichen, 13 Punkte, nehmen wir mit, verkaufe ich auch. 950 Wert. Jetzt machen wir das große Geld, meine Freunde. Ornat der Mana-Fürstin ist okay.
Aber ich sehe es jetzt schon kommen, ich werde das Ding nie tragen. So gut ist es dafür nicht. Novizenset hat sich für meinen Geschmack auch nicht gelohnt, habe ich damals festgestellt. Also werde ich das Novizenset mal mitnehmen und komplett verkaufen. Straßendieb-Anhänger nehme ich mit, verkaufe ich. Kapuze des Lehrlings verkaufe ich auch. So. Leichte Rüstung, Akrobatik, Ausdauer verstärken, brauche ich nicht. Stiefel des Novizen, brauche ich auch nicht. So, Berserker haben wir Handschuhe und ein Rüstungsteil. Das heißt, was ich jetzt ablege, vom Templerkram, Beinschienen und Stiefel, ja, sehr gut. Dann lege ich das und das ab. So, dass wir uns das vielleicht irgendwann mal verzaubern können, wenn wir gescheite Sachen zum Verzaubern haben. Druidenkutte, was war das? Wiederherstellung, Schütze und Magiker. Verkaufen wir auch. So, haben wir sonst noch irgendetwas? Das waren jetzt alle Rüstungen und Waffen. Genau das hier. Alle Kalzinatoren des Lehrlings rausschmeißen. Alle Destillierkolben des Lehrlings ein. Destillierkolben des Gesellen rausschmeißen. Einfach allgemein den gesamten Lehrlingskram, den schmeiße ich alles hier raus. Außer die Retorten. Nehme ich nur 5 mit. Ich werde aber gleich mal gucken, ob die Alchemiedame, das mache ich mal zuerst, ob sie eine Retorte des Gesellen für uns hat. Bestimmt, ich meine, das ist hier Erotin, die sind ja alle ultra geskillt und haben super die Sachen. Hallo. Sucht euch in Ruhe was aus. Retorte des Gesellen, sehr gut. Dich habe ich schon oben, ne? Aber ich werde dich mal ein bisschen noch hochtreiben hier. Retorte des Gesellen kaufen, ja. Und dann verkaufen wir mal den ganzen anderen Kram hier. Das war das dazu. Gott, das ist so geil. Ich mache derzeit so große Fortschritte, dadurch, dass ich so viele Aufnahmen hintereinander mache. Nein, aber auch so. Endlich, ich räume das alles auf, ich steigere meine Skills. Jetzt, es wird mal ein bisschen Zeit für Effizienz, meine Freunde. So, gut, dann verkaufe ich mal den ganzen Kram hier, den ich jetzt gerade eben eingesteckt habe. Jo, das wäre das. Ich weiß nie, welche Edelsteine ich verkaufen kann und welche nicht, weil ich noch in Erinnerung habe, dass man zum Schmieden einige davon gebraucht hat, um einige Waffen herzustellen. Deswegen bin ich ein bisschen zögerlich, was das Verkaufen angeht. So, Feuerrubin, genau, wir hatten hier noch einen besseren Rubin. Lauter so kleinere Sachen, 1 Punkt Schaden für 3 Sekunden, 1 Punkt, 3 Punkte. Das knall ich mal hier auf Armgemetzel, auf diese seltene Waffe. Obwohl, das Ding ist schon ziemlich brutal. Also wenn ich das eine Weile lang jetzt haben werde, dann ist die Frage natürlich, will ich jetzt warten und auf eine bessere Verzauberung, auf einen besseren Rubin warten oder sowas? Oder knall ich den hier gleich drauf? Okay. Was steht dann jetzt noch an? Das ist die Bank. Wir können auch mal in die Bank gehen, um zu gucken, wie viel Geld unser Badehaus abgeworfen hat. Muss man dazu mit dem hier reden? Schön, euch wiederzusehen. Abheben. Gut, wie viel Geld möchtet ihr abheben? 25 Goldmünzen. Okay. Also ich glaube, das war jetzt das Badehaus. Also nicht die Welt, die 25 Münzen. Ich frage mich, ob man noch irgendwelche anderen Sachen... Achso, ich kann mein Haus ja da noch kaufen. So, jetzt aber. Was ein großer Fortschritt sein wird. Wir haben 14.000 Goldmünzen. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Haus jetzt. Das war ja irgendwo hier beim Rathaus.
Also, wo man es kaufen konnte. Ach nee, das war... Oder war das das Rathaus? Wir werden gleich sehen. Ich brauche in letzter Zeit so wahnsinnig viel Wasser, wenn ich aufnehme. Ich bin hier am Dehydrieren. Nein, war nicht das Rathaus, war das Gericht. Dort war noch der Verkäufer, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann gehen wir uns mal das Haus kaufen. Soll ja auch eine Quest beinhalten. Jetzt gerade so in letzter Zeit kommen plötzlich die ganzen Quests. Oh yes, Gesuchbrett. Gleich mal abgeben. 850 Münzen, yes! Stattliches Kopfgeld, das kannst du laut sagen. War ja auch gar nicht mal so übel. Nächster Auftrag. Ja. Ein Zwergendieb ist der nächste auf der Liste. Er wurde bereits aufgespürt und hat sich in den einsamen Türmen nahe Kap Aman verschanzt. Okay. Kurz mal schauen, wo Kap Aman ist. Kap Aman, Kap Aman. Kap Aman. Ah, da oben. Ah, da, Kap Aman. Auch in diesem Bereich, in dieser Ecke hier. Gott, es gibt einfach viel zu viele von diesen Nebenquests. Na, wen haben wir denn da? Ich fühle mich überaus geehrt, dass ihr mich nochmal aufsucht. Habt ihr eine neue Entscheidung bezüglich des Hauses getroffen? Ja, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Überragend! Ich wusste es, mit jemandem wie euch kann man ein gutes Geschäft machen. Ausgezeichnet! Dann überreiche ich euch hiermit den Schlüssel zu eurem neuen Zuhause. Viel Spaß damit! Danke! So, 10.000 Münzen losgeworden, macht nix. Wir sind ja reich wie nix. Quest hinzugefügt, Spurensuche. Ah ja, ich habe gerade eben gesucht. Hey, wo ist die Quest mit dem Haus? Nein, Spurensuche, hier. Vielleicht deutet etwas im Haus darauf hin, warum ich es denn jetzt verkauft bekommen habe. Jetzt bin ich aber neugierig. Erfolg heimelig verdient. Oh. Erfolge, ich liebe Erfolge. Ach nein, halt, das war hier. Na, komm. Ach so. Für das Besitzen eines Hauses. Nach was sortiert er die Dinger? Nach Alphabet nicht. Als letztes habe ich Verrichter bekommen für das Erlegen von 1000 Gegnern, aber irgendwie hat er mir das komplett nach unten gefeuert. Das Teil sehr merkwürdig. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir Folgendes. Bevor ich es vergesse, was ich nämlich wahrscheinlich tun werde, werde ich jetzt Alchemie skillen. Und zwar wieder 10 Punkte, damit ich beim nächsten Level Up wieder einen maximalen Intelligenzbonus von 10 bekomme. Und danach gehen wir direkt in dieses Haus. Keine Sorge, ich werde das Alchemie-Skillen natürlich komplett rausschneiden, weil ich euch das letzte Mal schon erklärt habe, wie das mit dem Alchemie-Skillen oder allgemein Tränkebrauen funktioniert. Bis gleich. Eine kleine Info zum Trankbrausystem gibt es doch noch, was ich euch noch kurz sagen will. Und zwar, wir haben ja den nächsten Rang in Alchemie erreicht, also das heißt Lehrling mit Rang mit einer Skillstufe von 25. Das heißt, wir haben ja den zweiten Wirkgrad, die zweite Wirkweise der Zutaten gelernt, plötzlich hier sichtbar gemacht. Und ich habe das jetzt zum Beispiel hier reingewählt und plötzlich haben wir viel mehr Zutaten zur Auswahl, mit denen wir kombinieren können. Das heißt, all die Zutaten, die das letzte Mal unbrauchbar im Inventar rumgelegen haben, können wir hiermit trotzdem noch locker kombinieren. Zum Beispiel hier, seht ihr, im zweiten Slot steht Gift widerstehen als Fertigkeit von dieser Blume. Und ja, suchen wir mal hier was Passendes. Hier zum Beispiel diese beiden Zutaten haben im ersten Slot Gift widerstehen. Also das muss man nicht irgendwie drauf abstimmen oder so. Man kann einfach kombinieren, wie man persönlich lustig ist. So, und jetzt werde ich aber skillen. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe es tatsächlich geschafft, Alchemie kurz auf 35 hoch zu pushen. Mit ganz viel Tränkegebraue. Und die ganzen Tränke, die dabei entstanden sind, habe ich zum größten Teil wieder alle verkauft. Und damit wären wir wieder bei 7500 Goldmünzen. Ein bisschen Wirtschaft betreiben, so schnell kann es gehen.
Und jetzt würde ich mal sagen, wird es an der Zeit, dass wir endlich mal unser Haus betreten.